Hortensien teilen. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Wer einen riesengroßen Hortensienstock hat und der steht vielleicht jetzt ein wenig ungünstig, weil er so groß ist, der weiß vielleicht gar nicht, dass man den teilen kann. Den kann man sogar dritteln oder vierteln, kann man mehrere Pflanzen davon machen. Ist aber ein bisschen mühsame Arbeit, da braucht man einen Mann dazu, weil das schafft man nicht allein. Ich habe keinen so einen großen, ich habe jetzt nur kleine da, also den da, anhand von dem zeige ich es euch bloß. Wenn ihr jetzt einen großen Stock habt, dann müsst ihr schön ringsrum vorsichtig ausheben. Also ihr macht da einmal einen Graben ringsrum, um die ganzen Hortensienstock, ja? Dann nehmt ihr am besten so eine Grabegabel, wenn ihr den ringsrum den Wall, also den ausgegraben habt, so eine große Rinne, ein wenig tiefer, und dann lockert ihr vorsichtig den Wurzelballen. Also das muss man ringsrum machen, aber vorsichtig lockern, damit nicht zu viel von den Wurzeln beschädigt wird. Und dann müsst ihr den vorsichtig rausziehen. Wenn er dann außen steht, am besten in einem, auf einer Erde in einem Beet oder wo halt wo nichts ist. Hoppla, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Du bist auch im Weg, ja. Ja, du bist auch im Weg, ne? Ja. Dann könnt ihr nicht einfach jetzt einen Spaten nehmen und reinhauen und so damit den Hortensienstock teilen. Die haben furchtbar dicke, also kräftige Wurzeln. Das geht nicht mit einem Spaten. Da müsst ihr eine Säge nehmen. Und das soll dann der Mann machen, ne? Ja. Durchsägen, entweder halbieren oder vielleicht dritteln oder vierteln sogar, je nachdem, wie ihr das wollt. Und dann müsst ihr, also an dem Platz wahrscheinlich, wo der drin war, wird wahrscheinlich wieder ein Stück, eine Hortensie einpflanzt. Da muss das Loch muss ziemlich groß sein, weil nämlich da kommt entweder ein Kompost rein, ne? Und vor allem auch das Beste wäre halt, man nimmt eine Hortensienerde oder notfalls geht auch so Azaleen- und Rhododendronerde. Und mit der pflanzt ihr dann so eine Hortensie ein. Schön einwässern, und sowas macht man am besten im Herbst, also im Spätherbst. Die Hortensie soll schon aufhören zum Blühen, die kann ruhig schon die Blätter fallen lassen. Das ist sogar guter so, dann sieht man auch besser, ne? wo man die auseinandersägen kann. Und das macht man also im Spätherbst dann. Und weil man kann es notfalls noch im Frühjahr machen, also es muss aber zeitiges Frühjahr sein. Nur kann es da passieren, dass dann die Hortensie in dem Jahr nicht mehr blüht. Ja, weil es doch schon ziemlich spät ist, weil da stört man es ja dann beim Wachstum und beim Blütenansetzen und so weiter. Also wenn, dann jetzt im Herbst machen, aber es ist kein Problem. Aber man kann es nicht einfach abhacken, ne, oder durchhacken, sondern mit einer Säge muss das geteilt werden. Wenn euch der Tipp gefallen hat, wie immer, lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, schaut mal in meinem Shop vorbei, und bis morgen, tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.